Und hier, meine Damen und Herren, kommt Spyro the Dragon, der heute die Zauberin besiegen wird. Willkommen zurück zur Spyro Reunited Trilogy, hier in Spyro 3. Es geht zum großen Finale gegen die Zauberin, also zumindest das vorläufige Finale, das eigentliche Finale. Und wir haben eine coole Sonnenbrille auf, weil Cheats und so. Gibt einige Cheatcodes, die ich irgendwie bisher voll vergessen habe, dass man die mal benutzen könnte. Damit kann man zum Beispiel so einen großen, also den Kopf von Spyro größer oder kleiner machen. Die Flügel kann man auch noch kleiner machen, habe ich gesehen. Man kann ihm eine coole Sonnenbrille geben, offenbar auch verschiedene Farben. Und ich dachte mir so, ja, für den Kampf gegen die Zauberin wäre es, glaube ich, mal ganz cool, hier Spyro eine Sonnenbrille zu geben. Ich mache das jetzt einfach mal. Auch den klassischen Spyro kann man unter anderem spielen. Ich glaube, das werde ich mal kurz zeigen, aber jetzt geht's erstmal in den großen Kampf. Denn wir wollen keine Zeit verlieren. Danach wird es dann noch die letzte Sparkswelt geben. Robo-Käfer-Fabrik oder irgendwie sowas hieß die. Dann gibt es natürlich noch die super Bonus-Geheimrunde-Gedöns. Und es gibt noch die restlichen Trophäen, die noch fehlen. Zwei Stück dürften dann noch fehlen, wenn wir das Spiel komplett durch haben. Ja, machen wir natürlich auch noch. Ja, so ein kurzes Intro. Schön. Sagt's auch nochmal was? Nö. Die will uns einfach nur tot sehen. Gleiches gilt auch für mich. Ich will sie auch einfach nur tot sehen und der war verdammt knapp, der Schuss. Und ich glaube, ich muss doch jetzt darauf warten, dass der Agent 9 hier irgendwas freischaltet, ne? Hier gibt's Kanonen und gab's noch was? Ich weiß es gar nicht. Doch, es gab nur Kanonen. Allerdings gab's statische Kanonen, fahrbare Kanonen und am Ende noch das UFO. Da müssen wir jetzt quasi, oh mein Gott, mit umgehen. Ich bin einfach nur froh, dass es hier keine Stilpunkte gibt. Es gibt Stilpunkte, haben wir schon alle. Es gibt keine Stilpunkte, die wir noch sammeln müssen. Wir haben alles. Das ist praktisch. Und es gibt halt keine Stilpunkte für das perfekt Besiegen eines Bosses. Und das ist einfach nur ultra praktisch. Uiuiui. So, ich habe sie getroffen. Wunderbar. Komm her, du. Alle Funs. Ja, es ist übrigens doch jetzt eine neue Aufnahme. Allerdings nur, ja, zwei, drei Stündchen später. Ich habe jetzt gegessen, ja. Kartoffeln. Die Bayern haben leider gewonnen. Aber Dortmund führt zum Zeitpunkt der Aufnahme auch gerade, deswegen ist alles okay. Das Rennen um die Meisterschaft scheint noch, oh mein Gott, offen zu bleiben. Das ist gut. Jo, oh mein Gott. Ah, ich hasse das. Das ist eigentlich derselbe Kack wie bei Bluto. Dass die Kamera halt so ein bisschen, ja, die Richtung zu ändern. Das macht halt eigentlich nicht so viel Sinn, wie das umgesetzt wurde. So, leck mich doch. Er ist knapp die Hälfte weg, ein bisschen weniger. Ich habe aber leider auch schon mehr als die Hälfte weg von meiner Energie. Dafür ist da ein schönes Schaf, was ich mir jetzt gönnen will, wollte ich sagen. Wir können jetzt auch während dem Kampf schon mal zum klassischen Spyro wechseln oder so. Das will ich aber nicht machen. Die Sonnenbrille reicht erstmal und ich werde dann, ja, in der super Bonusrunde werde ich mir dann die anderen Cheats mal gönnen und da ein bisschen rumexperimentieren. Aber noch nicht jetzt, noch nicht jetzt. Jetzt besiegen wir erstmal die Zauberin. Mit ein bisschen Swag. Oh mein Gott. Okay. Jetzt habe ich mein Gerät verloren, weil ich jetzt wahrscheinlich nur noch die UFOs benutzen darf. Wie es scheint. Würde ich jetzt mal vermuten. Was ich auch gut finde, weil das sind definitiv die coolsten Geräte hier. Und ich verstehe irgendwie, die schlägt halt einfach nur, ne? Eigentlich ist die komplett schwach. Naja, ist halt die Zauberin, die ist kacke. Und ist es das UFO oder ist es noch hier so ein Trittbrett? Hier ist es das UFO, sehr gut. Der Vorteil des UFOs ist, das können wir quasi endlos behalten und man kann fliegen. Das ist der Vorteil damit. Man muss halt nur aufpassen, dass man rechtzeitig abhaut, wenn sie einen schlagen will. Jetzt ist sie einfach unter mir. Ist ja auch ein Untermensch. Ja, es ist ja gar kein Mensch. Ist ein hässliches Viech. Weiß gar nicht, wie ich das definieren soll. Ist auch ein Drache? Wahrscheinlich ja nicht. Keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Es ist einfach nur hässlich. Also noch hässlicher als Nasty Nog. Ich finde es aber gut, dass da oben, oh mein Gott, schon Schafe rumliegen. Rumfliegen. Für den Fall, dass ich abkratze. Und das UFO hat jetzt, glaube ich, auch. Nee, das UFO steht noch da. Okay. Alter, ich bin gerade echt scheiße. Holy shit, ich verkack das nur. Ihr verkackt das nur. Die ist aber ein bisschen krasser drauf, gefühlt. Hau ab, Spyro! Ja, super. Ah. Es läuft super. Ah, ich will die einfach nur kaputt haben. Der Mädel. Mag die nicht. Ja, wie viele Eier gibt es jetzt noch? Es gibt jetzt noch hier das Ei. Dann gibt es noch ein Ei bei Sparks. Dann kommen wir auf 148. Und 149 ist, glaube ich, dann das letzte. Oder gibt es dann doch noch eins? Ich bin mir echt unsicher, aber
Mir würde kein 50. dann einfehlen, 150. Komm, ich treff dich doch, du Drecksau. Okay, da ist immerhin direkt die nächste Kanone. Schon mal nicht so schlecht. Ich versuche ja nicht so krass schnell zu schießen, um vielleicht mehr zu treffen, aber naja. Es klappt nicht so ganz. Komm, schick mir eine Kanone, Agent. Ist irgendwo wieder was gedroppt? Nein. Schade. Oh, sie macht mal eine wirkliche Attacke, das ist ja der Hammer. So, jetzt haben wir endlich wieder das mobile Teil. Damit ich aber auch irgendwie nicht so richtig zum Zug komme. Ja, ich bleibe halt einfach stehen, ne? Warum hau ich nicht ab? Weil ich es irgendwie nicht einsehe. Mann, ach, dass man immer die Richtung, die ist scheiße. Die Steuerung ist immer noch scheiße. Die haben die einfach nur adaptiert aus dem Original. Und die war scheiße. Zugegeben, ich wüsste nicht, wie man es großartig besser machen soll, aber es ist, ah, das ist doof. Ja, du dumme Olle Fotze. Ich will die einfach nur sterben sehen, ehrlich. Boah, das Fickviech geht mir echt auf den Sack jedes Mal. Nicht mehr, weil die eigentlich so schwer ist, sondern einfach, weil sie da ist, weil sie existent ist. Das reicht schon. Okay, ich hänge irgendwie in der Luft. Cool. Ja, gut. Nur weil ich das jetzt zu lang zeigen wollte, wurde ich jetzt getroffen von der Eulenfotze. Wow. Mann, nicht Kamera, Steuerung. Renn doch einfach in die richtige Richtung. Ich will in die andere, danke. Wow, war das jetzt so schwer. Hau ab, Spyro. Okay, er kann auch irgendwie nicht. Ja, dort, du bist aber auch lahm wie sonst was. Sag das doch einfach scheiße. Ich finde den Kampf kacke. Weil die es mit der Steuerung einfach nicht hinbekommen haben. Also jetzt keine Kritik eigentlich an Toys for Bob, weil es ist halt einfach. Es war schon immer scheiße. Es war schon immer eine Scheißsteuerung. Und es bleibt es auch. Ganz offensichtlich. Ja komm, gib mir so ein Ding. Und die ist einfach nur unfair wie sonst was. Einfach eine richtig dumme. Nee, so eine richtig typische Antagonistin. Die man einfach in der Lava sehen will. Zurecht. Solange ich so laufe, kann ich in die richtige Richtung, sag ich mal, steuern. Ich laufe jetzt einfach. Ich laufe einfach weiter im Kreis, weil sonst mache ich mir das Leben ja selber schwer. Mit Richtungen und so. Einmal abdrehen. Einmal das Schaf holen. Ja, super, jetzt ist hinter mir her. Toll. Hau ab, du dumme Sau. So. Wenn man es halt gut anstellt, kann man halt ewig da drauf bleiben. Die zweimal wieder treffen, aber sie kann einen selber nicht treffen. Das ist ja im Endeffekt das, was ich will. So, das heißt, wir fliegen einfach mal über den Kreis hier hinaus, drehen ein kleines Ründchen und kommen zurück. Können wir eigentlich auch. Das würde mich mal interessieren. Können wir selber die Ballons eigentlich runterschießen oder kann das nur der Agent 9? Ich meine, wir haben jetzt auch so ein Schießgefährt, was in die Luft ballern können. Ja, ja, Spyro, welche Richtung denn? Mann, darüber kann man sich doch nur abfacken. Wer findet das gut? Mal ganz ehrlich, wer findet das gut? Kann ich, wenn dann, nicht nachvollziehen, weil das. Der ändert halt irgendwann die Richtung, in die man zeigen muss, um in die gewünschte Richtung zu müssen. Das hat keinen Sinn ergeben. Also, ne? Die Steuerung invertiert sich irgendwie so ganz komisch. Also, nicht mal, nicht, halt nicht irgendwie so regelmäßig nach irgendwelchen Mustern, sondern halt so komplett random gefühlt. So, Fotze. George, du mich ja auch recht. Spyro, du hast eine Zauberin besiegt, Dracheneier gerettet und die verlorenen Drachenwelten befreit. Was kommt als nächstes? Vielleicht ein schöner Urlaub am Drachenufer? Hm? Du bist manchmal echt ein Komiker, Bentley. Ich muss erstmal die restlichen Dracheneier finden. Und Jäger ist scheinbar auch wieder verschwunden. Also muss ich sehen, ob er im Schlamassel steckt. Du hast ihn nicht gesehen, oder? Hä? Ich? Oh,
Nein, nein. Aber wenn ich ihm über den Weg laufe, werde ich dir natürlich sofort Bescheid geben. Das ist echt komisch, Spyro. Avalars Portale sollten mich in die Drachenwelten bringen, aber ich bin hier gelandet. Vielleicht sind meine Koordinaten veraltet. Ja, um 1000 Jahre. Das würde erklären, warum das Buch so billig war. Da du jetzt mit Weltretten wieder fertig bist, kommst du und besuchst mich mal in Avalar? Klar, Elora. Aber erst suche ich die restlichen Eier und, Jäger ist wieder verschwunden. Sagtest du... Jäger? Tja, ich hab gesehen, wie er fortgeschlichen ist mit... Agent 9, ist das nicht ein Rhinox da hinten im Gebüsch? Ein Rhinox? Du, den schnapp ich mir. Du legst dich mit mir an, Rhinoxchen. Dann setz es was. Komm schon, verstecken gilt nicht. Ich bin sicher, Jäger ist in guten Händen. Ich meine, er taucht auch sicher bald wieder auf. Versprich, dass du bald nach Avalar kommst, okay? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst den Elch nicht ärgern? Das war Billys Idee, Hem. Ja, ja. Ist das wahr, Billy? Einen Moment, Billy. Spyro, schön, dich zu sehen. Hi, Sheila. Ich suche schon den ganzen Tag nach Jäger. Hast du ihn gesehen? Sorry, Spyro. Ich habe Jäger versprochen, nicht zu sagen, wo sie sind. Sie? Von mir hast du nichts erfahren. Oh nein, oh nein, 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 nein. Das ist traurig, Sparks. Ein weiterer edler Krieger ist der Liebe zum Opfer gefallen. Schau einfach weg. Tja, ich schätze, wir müssen die restlichen Eier selber finden. Na los, Sparrow, mach eine Pause. Sieh dir die Show an. Haben die sich damals schon geküsst? Ich weiß es nicht. Ich habe komplett vergessen, dass Elora wieder auftaucht hier in dem Teil. Wusste ich gar nicht mehr. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja, und jetzt, wie gesagt, Sparks Welt. Die sollten wir noch heute hinkriegen und dann gibt's beim nächsten Mal die Super Bonusrunde oder wie auch immer das jetzt hier heißt. Wobei ich auch natürlich noch die Trophäen holen muss. Ich glaube, ich gucke einfach jetzt nach der Sparks Welt an in diesem Part noch kurz, was denn fehlt und entscheide dann, wann ich das hole. Ob ich das jetzt gerade noch in den Part dann mache. Eine Trophäe bekommen wir jetzt auf jeden Fall noch, wenn wir hier die Sparks-Welt abschließen. Und dann fehlt halt noch die versteckte Trophäe, wo ich mir dann erstmal anzeigen lassen werde on screen, was genau noch zu tun ist. Ich glaube, ich hole mir mal gerade die Energie hier. Ich weiß nicht, die wird wahrscheinlich nicht wieder voll aufgeladen, befürchte ich. Gerade in der Sparks-Welt wäre das schon ganz geil. Mit voller Energie und so. Und halt eine, die ich übersehen habe, die jetzt aber nicht so schwierig klang. So, hier geht's ab. Kurz bevor du der Zauberin in ihren hässlichen Riesenhintern getreten hast, hat sie eine Fabrik für Roboterkäfer gebaut. Sie sollen gegen Sparks kämpfen, aber sie haben wohl keine Chance. Sehe ich auch so. Jawohl. Bonuswelten nennt die sich sogar, okay. Hießen die schon immer Bonuswelten, die Sparks-Welten? Wüsste ich spontan jetzt nicht, dass das so ist. Na gut. Ist halt jetzt eine Welt, die man nach dem Finale erst spielen kann, nachdem man die Zauberin besiegt hat. Insofern ist es ja schon irgendwie Bonus. Und wir haben wieder diese tolle Hauptmenü-Musik. Das triggert mich immer noch. Und wir haben einen Robo-Käfer, der mit einem Schlüssel abhaut. Dich kriegen wir. Irgendwann. Ich glaube, kaputtrammen ist sinnvoller als kaputt schießen. Weil die Schüsse zu langsam sind. Es kann eine gewisse Zeit dauern, ne? Wie man sieht. Ah, macht nix. Alter, der sagt, der wollte es einfach umdrehen. Richtig dreist. Vergiss es. Ah, Moment. So, nein, falsche Taste. Ah, die vorderen Schultertasten, nicht die hinteren. Zum Striven hier. Okay. Ja, ist auf jeden Fall natürlich das Schwierigste. Sparks Level, aber wird auch nicht allzu schwierig oder allzu lang dauern.
Leben haben wir sowieso genug. Darüber müssen wir uns nicht den Kopf zerbrechen, keine Gedanken machen. Das wird alles ganz gediegen. Da oben ist ein Lebensschmetterling, oder? Da unten, meine ich. Nee, ist es ein... Doch, das war ein Lebensschmetterling. Gut. Komm her. Ich hab den... Achso, ich muss den ja mit... Ich kann den mit Schüssen nur ein bisschen ablenken, quasi. Aber ich muss ihn treffen. Mit meinem Körper. Warum auch immer. Ist okay. Irgendwie ein komisches Gefühl, dass die Spyro Reunited Trilogy dann bald vorbei ist. Und dass ich dann wahrscheinlich länger jetzt erstmal nichts mehr mit Spyro machen werde. Wie gesagt, natürlich habe ich eigentlich ja schon noch vor, die Replays noch weiterzumachen. Ergo The Legend of Spyro. Und eventuell dann auch nochmal Season of Ice und Season of Flame für den Game Boy. Aber natürlich in erster Linie dann The Legend of Spyro. Aber nach der Reunited Trilogy zum einen wird es dann ein erheblicher Qualitätsunterschied sein. Also nicht nur grafisch, sondern halt vom Inhalt. Und zum anderen, ja, es waren jetzt halt auch drei Spiele, die ich wieder innerhalb von relativ kurzer Zeit gespielt habe. Zugegeben, das Spiel kam im November raus und dann habe ich ja, glaube ich, den ersten Teil gespielt und mittlerweile ist es Mai. Aber dennoch, ein halbes Jahr ist halt trotzdem. Und das Ding ist halt auch, dass ich ja kürzlich erst die Replays dazu gemacht habe. Also es ist auch ungefähr ein Jahr her, glaube ich. Ende 2017, Anfang 2018 oder so, glaube ich, habe ich die Replays ja gemacht. Zu Spyro 1 bis 3. Deswegen ist das halt alles sowieso noch relativ frisch gewesen. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal eine Weile nicht mehr Spyro spielen. Will mich lieber mal so auf Mario oder sowas konzentrieren. Und jetzt geht hier alles auf, oh mein Gott. Hier mal schnell abhauen. Ich habe noch keine Special-Fähigkeit hier, ne? Bin ich auch ein bisschen dreist. Geben mir nur Gesundheit. Ich muss erstmal diesen fetten Typen hier besiegen, weil sonst kommen immer wieder kleine Gegner. Und das ist nicht gut. So, sehr gut, sehr gut. Jetzt habe ich endlich mal wieder Special-Fähigkeiten hier. So. Sonst, ach, hier ist, ja gut. Gut, dass ich nochmal vorbeigeschaut habe. Hätte ich fast nicht gemacht. Hier unten war ja auch schon auf. Ist da noch was? Nein. Ach ja, ich kann ja selber nicht nach Edelstein jetzt hier suchen. In dem Level ist er. Ist ja schon Sparks, den ich hier steuere. Ja, ein bisschen komisch auch logisch gesehen, dass er jetzt hier in seinen eigenen Leveln keine Edelsteine aufspüren kann. Wüsste ich jetzt logisch gesehen nicht warum. So, da ist der Endgegner schon. Kommt mir vor, als ging das jetzt mega schnell, aber ich weiß nicht, wie viel da unten nochmal auf mich wartet. Wird ja wahrscheinlich kein unerheblicher Teil sein. Weil sonst war das Level ja echt ziemlich kurz. Und das hätte ich, glaube ich, noch gewusst, wenn das so kurz gewesen wäre. Okay, hier ist es noch eine kleine Schwierigkeit. Ja. Okay, der ist tot, das ist schon mal gut. So, ein bisschen... Genau, oh Gott, war das schlecht. Mal deutlich sinnvoller einsetzen können. Ja, der ist tot, sehr gut. Bei den nächsten Treffern bin ich wahrscheinlich Geschichte. Ah, nochmal so ein... Ach nee, das ist so ein Käfer, der wegrennt. Der tut mir zum Glück nicht weh. Wir haben schon alle Edelsteine, jawohl. 200 gibt's hier nur, okay. Das ist irgendwie echt kurz. War das schon immer so kurz? Ich komme mir wirklich sehr kurz vor. Naja, gut. Ist ja nicht schlimm. Das Leben brauche ich jetzt hier, die Lebensenergie. Weil bei dem Boss habe ich so meine Schwierigkeiten gehabt, immer. Der teilt sich nämlich auch irgendwann auf und... Ja, der ist nicht einfach. Aber ui, ich habe dem nichts abgezogen, okay. Er hat mir was abgezogen. Also diese Superschüsse bringen da offenbar gar nicht mal so viel. Das Gute ist halt, der schießt auch immer an denselben Stellen. Der läuft natürlich den gleichen Weg und der schießt auch immer an denselben Stellen. Das heißt, das kann man sich dann irgendwann merken, wenn man gut ist. Und den dann auch ausweichen, wenn man dann noch besser ist. Ich muss auch sagen, nicht guter zu sagen. Das ist traurig. Ja, Deutsch ist meine Muttersprache. Hätt's gedacht. So. Okay, ich will mich jetzt erstmal, wie man... Na, vielleicht sieht auf den unteren konzentrieren. Beziehungsweise den, der innen läuft. Ja, ich wollte schon sagen. Der schießt einfach erstmal direkt, wenn ich spawne, auf mich. Freundlich, freundlich. Ach ja, man muss auch irgendwie den Kopf treffen, damit das schon... Oder nee, oder... Ach, ich verstehe es nicht, ist auch egal. Man muss halt einfach generell länger auf den Körper zielen, damit da irgendwas kaputt geht.
So, jetzt sind es schon zwei. Ne, ich konzentriere mich jetzt auf den inneren. Innere Kamalstraße. Ja, wir schauen uns gleich auf jeden Fall noch die Stil, also nicht die Stilpunkte, die Trophäen an, die noch fehlen. Dann entscheide ich, wie schwer die noch versteckte Trophäe ist. Die ich mir gleich anzeigen lassen werde, was es damit auf sich hat. Na komm. Jawohl, die Nummer 1 ist down. Ja, ja. Warum fliege ich so nah ran? Bin ich eigentlich deppert? Offenbar. Und tot. Sehr schön. Das letzte offizielle Drachenei, Annabelle, ist damit befreit. Damit haben wir 148 Eier und es geht zurück zum Mitternachtsberg. Und damit wären wir jetzt eigentlich schon fertig. Ja, ich glaube, ja, ich würde sagen, wir machen die jetzt noch. Es ist halt wirklich nicht viel, ne? Es waren sonst immer so, ja, um die 10 Trophäen, die ich noch holen musste, sage ich mal, bei Spyro 2 und bei Spyro 1. Und hier sind es jetzt einfach 2 mickrige Trophäen. Eine haben wir jetzt gerade noch bekommen. Sonst wären es 3 gewesen, klar. Und wir kriegen jetzt auch noch eine Fähigkeit, stimmt. Wir können jetzt Kisten aufbrechen. Ui, und wir können Edelsteine anzeigen lassen. Ui. Ich glaube, das war jetzt die Fähigkeit, die jetzt kommt noch. Also das mit den Kisten bin ich mir sicher. Bei der anderen weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber ich meine, das war das Anzeigen. Denk dran, Sparks kann Schatzkisten aufbrechen und das Handbuch benutzen, um dich in beliebige Level zu warpen. Konnte es mit den Schatzkisten schon früher, oder? Nee, das war dann, also es war doch das mit dem Handbuch, was jetzt gekommen wäre. Okido. Ich würde aber auf jeden Fall erstmal sagen, ich hole mir jetzt mal wieder den klassischen Spyro. Also was heißt mal wieder? Ich hatte den vorhin schon mal getestet, sage ich mal. Also, L1, 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 hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, Dreieck. So, jetzt haben wir den klassischen Spyro. Sieht eigentlich echt scheiße aus in der Reunited Trilogy. Also unpassend, aber den würde ich jetzt, glaube ich, dann nehmen für die Super-Bonus-Runde, die da hinten auf mich wartet. Aber erstmal, wie gesagt, erstmal können wir generell mal schauen hier im Handbuch. Oben sehen wir schon 100%. Wir haben alle Level. Wir sehen allerdings noch, ein Ei fehlt noch. Also gibt es doch 150. Glaube ich. Ja. Okay. Das aber, glaube ich, erst nach der Super-Bonus-Runde, oder? Ich will jetzt erstmal wissen, wie das Ding heißt. Ich muss zwar gleich sowieso nochmal dahin, weil ich nochmal Level wechseln muss, aber ich will jetzt wissen, wie das Ding heißt. Nee, ich brauche das jetzt schon, das Ei. Okay. Nicht schlimm, nicht schlimm. Wir holen jetzt erstmal die Trophäen, bevor wir das jetzt hier machen. Und dafür gehen wir natürlich einmal dieses lustige Trophäenmenü hier. So. Also einmal fehlt hier oben in den Wolkentürmen. Gleite mehr als 5 Sekunden lang und lande sicher. Also Wolkentürme, ne? Erste Welt bei Sonnenaufgang. Mehr als 5 Sekunden gleiten und landen. Kriegen wir hin. Und die versteckte Trophäe. Gucken wir mal, was ist das denn hier? Mitternachtsberg, räche dich an Gelten. Ja, okay, gut. Wow, das hätte ich halt ja sowieso gemacht. Okay. Das ist also die andere Trophäe. Ja, das ist ja... Ja. Wie gesagt, mit dem Spielfortschritt, wenn man 117? Fuck. Prozent hier holt. Maximum. Dann hat man das halt sowieso. Mal ganz ehrlich. Also, ne? Würde ich sagen, auf zu den Wolkentürmen. Und das sollte halt eigentlich auch richtig einfach sein, weil man eigentlich nur ganz zum Ende gehen müsste und dann runtergleiten müsste. Ich weiß zwar nicht, wo genau man da landen kann, aber irgendwo wird man da schon landen können, wenn es dieses Trophäe gibt. Vielleicht braucht man auch tatsächlich einen ganz bestimmten Ort und einen ganz bestimmten Ort, wo man hin muss. Also, wo man ist und wo man hin muss, aber ja, finden wir raus. Finden wir raus. Machen wir schnell. Ich habe zumindest das Gefühl, dass es schnell geht. Ob es so ist, weiß ich noch nicht. Ja, guck mal, da sind wir ja auch schon am Ende. Ist das das Ende? Moment. Oh ja, das ist das Ende. Den können wir leider nicht benutzen, den Aufwind, ne? Ist klar, das bringt uns in diesen einen Bereich. Regnet es hier schon immer? Ich erinnere mich gerade nicht dran. Ich müsste jetzt nochmal wissen, wie man genau oben auf das Dach kam. Das weiß ich tatsächlich schon wieder nicht mehr. Wie ging das? Das war der andere Wirbel, ne? Okay, das war der Wirbel hier, glaube ich. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, ich besiege nochmal jeden Gegner, aber will ich eigentlich nicht unbedingt. Ja, ich spiele das Level auf jeden Fall mal gerade regulär quasi einmal durch. Ich muss nämlich auf jeden Fall jetzt, oder ich habe das Gefühl, ich muss auf jeden Fall zu dem
Wirbel, der sich hier gleich irgendwo befindet. Und ich weiß nicht, wie ich da sonst am besten hinkomme. Deswegen laufen wir jetzt einfach nochmal den Weg. Weil ich muss ziemlich sicher eigentlich auf das Dach drauf. So, das waren jetzt wahrscheinlich keine 5 Sekunden, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich sowieso schon gehabt. Hier. Da wollte ich hin. Ich meine, so kam ich aufs Dach. Hoffe ich mal. Ich muss ja nicht unbedingt aufs Dach, ich muss einfach nur irgendwo, wo es hoch ist. Irgendwo hin, wo es hoch ist. Und das ist halt in erster Linie jetzt das Dach, würde ich behaupten. Ja, es sieht doch eher so aus, als bräuchte ich einen ganz, ganz bestimmten Punkt, zu dem ich hin muss. Auch das kriegen wir hin. Ich weiß noch nicht wann, aber... Ja, die Trophäe klang erstmal einfacher, als sie wahrscheinlich tatsächlich ist. Könnte man denn am ehesten hin und wo könnte man am ehesten 5 Sekunden haben, wenn man gleitet? Ich würde tatsächlich zum Anfang, von hier aus irgendwo. Oder gibt es noch eine Ebene, die... Oh mein Gott, nein! Ach komm, die irgendwie tiefer ist. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Ach scheiße. Hier war das, ne? Ja, hier war das. Nee, das ist ja die... Das ist die niedrigste Ebene. Ach, hau doch ab, du komischer Fischkopf. Nicht hier, sondern... Oder bin ich doch eine zu weit? Ach, scheiße. Ich kenne mich super aus. Hier? Ja, nein? Ja, okay. Ah, ich würde es ja einfach versuchen, aber dann muss ich wieder den ganzen Weg laufen, wenn es nicht klappt. Will ich auch nicht. Mensch. Was da hinten ist am weitesten? Ach, kacke. Ey, das ist echt nicht... 5 Sekunden! Wow! Das ist viel! Das ist viel! Noch ein bisschen weiter nehmen. Ein bisschen mehr Anlauf. Von hier irgendwo. Oder von da drüben. Geht das vielleicht? Das will ich mal versuchen. Von da, wisst ihr? Dass ich dann quasi einmal zum Anfang gleite. Aber ich glaube, da nehme ich zu schnell zu viel ab. Na, ich versuche es einfach mal von hier und ich lasse jetzt mal meine Stoppuhr ein bisschen laufen währenddessen, vielleicht. Ah ne, es ist kacke. Ich zähle einfach laut mit und guck mal, wie weit das ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Eigentlich müsste es gereicht haben. Ja, sehr gut. Okay, wunderbar. Das reicht also komplett und das ist ja dann doch unkomplizierter gewesen als gedacht. Das heißt, ich verlasse natürlich nicht das Level, sondern ich wechsle direkt zum Mitternachtsberg, wo wir uns dann noch das letzte Ei holen von Gelzack. Ich denke mal, da muss ich einfach nur einmal da diesen Weg lang laufen und dann wird das getriggert. Sodass wir dann im nächsten Part, im letzten Part überhaupt, diesen unglaublich tollen Bonus-Weltkram machen können, wo es nochmal richtig lustig wird mit den ganzen Bereichen, die es da gibt. Aber... Das dann erstmal, das ist erstmal die Sorge des nächsten letzten Parts. Auch des letzten Parts der Wiener Trilogy, ja. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich die Credits, ich habe eigentlich echt keine Lust, jetzt heute noch die Credits durchlaufen zu lassen. Ich werde mal ein bisschen was zur Wiener Trilogy selber sagen, aber natürlich auch zu Spyro 3 Year of the Dragon genauer. Und, ja. Solange wie ich was zu sagen habe, laufen die Credits und den Rest werde ich wieder rausschneiden, so gesehen. So, darf ich von der Seite hier kommen? Geht das? Ja, okay. Keine Sorge, Spyro. Ich brauche kein Geld mehr von dir. Jetzt guck nicht so überrascht. Ich habe ein Drachenei gefunden und werde es in Avalar für ein Vermögen verkaufen. Wieso siehst du mich so an? Ich muss jetzt los. Tschüss. Das heißt, Bruder muss los. Allein deswegen werde ich dich jetzt schon verbrennen hier. Zack. Jetzt wird's wieder schön. Jetzt wird's wieder schön. Hup, hup, hup. Macht noch mehr Spaß, als die Zauberin zu verbrennen. Weil er sich halt nicht wehrt. Er rennt einfach nur weg. Wie viel hat er überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Bis 12.000, glaube ich. Aber ich wüsste es jetzt nicht auswendig. Ich bin eigentlich zu nah dran, als dass ich die volle Ausbeute sehen kann. Ich muss richtig sehen, wie jeder einzelne 25er zu mir kommt und jeder einzelne 10er. Vor allem frage ich mich, warum es nur 25er und 10er sind. Der muss ja irgendwo gewechselt haben. Aber ich habe ja nicht nur 25er und 10er eingesammelt. Aber es macht das Ganze natürlich umso befriedigender und es geht halt auch einfach schneller.
So cool das Ganze zwar auch ist, aber man muss es jetzt auch nicht ewig lang machen, indem man mir einer gibt oder sowas. Aber hauptsächlich ist einfach dieses befriedigende Gefühl, dass man so große Edelsteine bekommt. Ja, 12.000 sind es, glaube ich, die er mir jetzt hier gibt. Und den Rest sammeln wir uns dann in der Bonusrunde zusammen. Okay, es sind mehr als 12.000. Ah, dann ist es halt... Oh mein Gott, so... Nein! Ich sterbe. Okay, cool. Ah, habe ich das schon mal geschafft? Ich weiß es nicht. Vielleicht Premiere? Vielleicht auch Power Director? Vielleicht auch Sky? Ah, zwei Wortwitze in einem, ah, schön. Okay. Hat jetzt eine kurze Verschnaufpause, aber jetzt wird weiter verbrannt. Kannst du mir mal glauben, Kollege. Keine Sorge, bla 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 bla, so. Jetzt geht's ab. Ach ja, ich habe auch irgendwie... Das wirkt zu familiar tatsächlich. Ich habe jetzt einfach gar nicht mehr so richtig gemerkt, sage ich mal, dass ich hier den klassischen Spyro spiele und gar nicht den Reunited Trilogy Spyro. Find's auch ganz witzig, weil der Dennis hat das ja auch in seinem Spyro 1 Let's Play ausprobiert, ganz am Anfang im ersten Part, und hat keinen Unterschied festgestellt. Oder im letzten, glaube ich, war es, nicht im ersten. Da fand ich ganz witzig. Er einfach keinen Unterschied gemerkt hat. Hätte ich jetzt nicht gewusst, was der Cheat bewirkt, ich weiß nicht, ob ich es gemerkt hätte, aber in Spyro 3, finde ich, sieht man das auf jeden Fall sehr krass. Vielleicht ist es in Spyro 1 in Artisans noch was anderes, wenn man das, sich das da anschaut, aber doch, man sieht's. Mist! Doppel Mist! Mist, 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 Mist! Ich hätte nie gedacht, dass Drachen so schnell sind. Es reicht, ich gebe auf. Ich setze mich in den spukenden Sümpfen zur Ruhe und dichte Haikus. Ja, dann dichte mal Haikus, finde ich gut. Coole Gedichtsform. So, den lassen wir jetzt auch mal schön laufen, weil es ist der letzte Drache, beziehungsweise der vorletzte, glaube ich. Ich glaube, in der Super-Bonus-Runde gibt es noch was, ne? Und da oben sehen wir jetzt auch, dass sie verfügbar ist und das heißt, da gehen wir beim nächsten Mal hin mit, ja, ich glaube, wir mit normalem Spyro-Design, aber vielleicht in einer anderen Farbe. Mal schauen, mal schauen. Ich kann noch mal kurz zeigen. Ach, hier, 111% haben wir jetzt hier. Allerdings immer noch 100% insgesamt im Spiel. Und jetzt sehen wir hier auch, wenn sich das einmal aktualisiert hat. 100% und die Platin-Trophäe haben wir ebenfalls. Entsprechend natürlich. Damit die ganze Reignited Trilogy, wenn sich das aktualisiert hätte, auf 100%. Sehr gut. Ja, wie gesagt, dann gibt's beim nächsten Mal eine andere Farbe. Ein klassisch, also einen richtigen Reignited Spyro und das Bonuslevel. Bis dahin. Tschüss.